Hallöchen, ihr Lieben. Heute geht es um das Kanallayout eures YouTube-Kanals und ich möchte euch zeigen, was aus meiner Sicht ein schönes Layout ausmacht. Zunächst einmal zeige ich euch meinen neuen YouTube-Kanal YouTube for You und zeige euch, wie so ein Kanal eigentlich aufgebaut ist. Ihr seht hier oben ein Bild, das ist der sogenannte Header, Head wie der Kopf. Und dieser Header sollte idealerweise euch enthalten, damit man weiß, dass ihr für diesen Kanal steht und auch das Thema. Zudem könnt ihr auch den Kanalnamen unterbringen. Hier, mein Kanal heißt YouTube for You und mein Slogan ist: Puste dein Thema in die Welt. Deswegen steht hier sowohl der Kanalname als auch drüber der Slogan. Zudem habt man mich hier doppelt, aber es reicht auch, wenn ihr einmal da seid. Darunter sieht man euer Bild, was ihr auf eurem Google-Konto ändern könntet. Das wäre auch noch wichtig, dass das zum Kanal passt. Ihr seht, hier habe ich ein Farbkonzept und zwar, weil es hier um YouTube geht, habe ich Rot als Grundfarbe. Zudem ist da noch ein dunkleres Rot, weil das meinem Logo entspricht. Und ich fand es irgendwie cool, das mit Rosa zu kombinieren, weil es schon so viel von über YouTube gibt. Und in der Regel ist das von Männern. Und ich dachte, ich packe hier mal die weibliche Note dazu. Deswegen habe ich da was Rosanes dazu gepackt. Entsprechend sind meine Farben Rosa, Rot und Dunkelrot. Direkt darunter findet ihr euer Begrüßungsvideo oder das Video, was ihr hier oben einstellt, was der Zuschauer als erstes sehen soll. Und das ist immer ein bisschen größer. Deswegen solltet ihr hier auch nochmal darauf achten, dass euer Farbkonzept genau stimmig ist. Darunter sind Playlists. In der Regel hat man so eine Liste, die Uploads heißt, weil da die neuesten Videos drunter sind. Dann habe ich hier noch zwei weitere Playlists, Starten mit YouTube und Tipps und Übungen. Und Kundenstimmen. Ich möchte nun das Layout von meinem Kanal optimieren. Was mir gut gefällt, ist, dass ich das Farbkonzept durchgezogen habe. Also man findet jetzt nicht groß andere Farben, sondern das passt schon. Was mir aber nicht gefällt, ist das Durcheinander in den Playlists. Also mir würde es gut gefallen, wenn diese Playlist Starten mit YouTube ein einheitliches Design hätte und die Tipps und Übungen ein einheitliches Design. Und außerdem gefällt mir das Weiß nicht in den Testimonials. Ich finde, das hebt sich zu sehr ab. Das möchte ich jetzt also verbessern und optimieren tue ich das Ganze mit Canva. So, wir sind jetzt auf meinem Canva-Account und ihr seht, ich habe hier schon mal die Thumbnails vorbereitet. Und zwar habe ich vier verschiedene Thumbnails gemacht. Eins für die Playlist Starten mit YouTube, eins für Tipps und Übungen. Und eins für die Testimonials und ein viertes hier für meine Kurse, weil ich gedacht habe, die möchte ich auch regelmäßig auf meinen Kanal packen. Fangen wir an mit diesen beiden Playlists, hier meine Hauptplaylist, also Starten mit YouTube und Tipps und Übungen. Ich habe die fast gleich gemacht. Der einzige Unterschied ist hier ein bisschen das Farbkonzept. Ich habe gedacht, die Einsteiger mache ich rosa. Und die Profis, also die Tipps und Übungen, die weiterführenden Tipps und Übungen mache ich dunkelrot. Also das sind die beiden Konzepte. Im Prinzip ist es so aufgebaut, zeige ich euch mal. Unten steht immer der Playlist-Name und hier oben steht das, was drin ist. Ich habe hier einen Platzhalter, da kann ich jedes weitere Foto einfach nur reinschieben. Das heißt, ich würde alles jetzt so lassen, das bleibt immer so. Also in dieser Playlist ist immer dieser Computer und da steht immer der Playlist-Name und hier kommt immer das, was drin ist. Und jetzt kann ich das Foto ganz einfach ändern, indem ich zum Beispiel auf Uploads gehe und dann mache ich ein anderes Foto rein, hier zum Beispiel das Kursfoto von meinem aktuellen Kurs hier. So, und schon ist es drin. Und jetzt würde ich eben hier noch den Text anpassen. Also mit einem Klick habe ich hier ein neues Bild und jetzt ändere ich nur noch den Text und fertig ist mein Thumbnail für die nächsten 100.000 Videos, die ich in dieser Serie Starten mit YouTube machen möchte. Und genauso ist es hier mit den Tipps und Übungen. Hier steht unten die Playlist Tipps und Übungen. Hier steht, worum es dann innen drin geht, also im Video. Und jetzt habe ich mich hier auch noch dazu gepackt. Wie das geht, möchte ich euch auch zeigen. Ich nehme mich mal hier raus und sage, ich möchte ein anderes Foto haben. Nehme ich mal das nächste, was hier ist. Das hier.
packe ich jetzt hier in den Hintergrund. Und jetzt gehe ich auf Effekte, Background Remover. Und schon bin ich da freigestellt. Und hier hinten, das ist auch ein Platzhalter, den kann ich auch beliebig ergänzen. Ich könnte jetzt hier also ein anderes Foto reinmachen und schon sieht das Thumbnail ganz anders aus, aber ist die gleiche Vorlage. So, das sind die zwei und dann habe ich hier noch die Testimonials und das auch wieder sehr, sehr einfach. Da ist die Monika und hier steht Ida. Also dann nehme ich mal ein neues Bild und halt einen Upload. Ich mag diese fertigen Bilder von Canva nicht, weil ich finde immer, das sieht man, dass die gekauft sind. Also hier steht Ida und zack ist Ida drin und schon habe ich mit nur einem einzigen Klick ein neues Testimonial erstellt und ändere hier einfach nur den Namen und das Bild und fertig. Also sehr einfach, wenn mal die Master stehen. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, für jede Playlist ein Master bei Canva zu erstellen und dann habt ihr es sehr leicht.